Der 6. Juni 1944. Alliierte Infanterie und gepanzerte Einheiten landen an der normannischen Küste in Frankreich. Die größte Invasion über den Seeweg in der Militärgeschichte ist ein Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs und der Anfang des Endes für den Krieg in Europa. Im folgenden Monat, Juli 1944, befreien die sowjetischen Kräfte Majdanek, das erste größere Nazi-Lager im von Deutschland besetzten Polen. Erst nach der Befreiung der Konzentrationslager tritt das gesamte Ausmaß des Nazi-Horrorregimes ans Licht der Welt. Aufgrund der Anforderung von Zwangsarbeit und mangelnder Ernährung überleben nur ein kleiner Anteil der Insassen der Konzentrationslager. Geschwächt von Monaten und Jahren der Misshandlung und Folter ähneln sie menschlichen Skeletten und viele von ihnen sind so schwach, dass sie sich kaum mehr bewegen können. Einer der berüchtigsten Täter des für diese Gräueltaten verantwortlichen kriminellen Naziregimes ist Heinrich Josten. Heinrich Josten wurde am 11. Dezember 1893 im damals zum Deutschen Reich gehörenden Malmedy geboren und war von Beruf her Schlosser. Adolf Hitler kam 1933 an die Macht und Deutschland wurde zu einer Diktatur. Im gleichen Jahr trat Heinrich Josten der Nazi-Partei und der SS bei. Die SS-Schutzstaffel wurde ursprünglich im April 1925 gegründet, um Adolf Hitler und andere Naziführer und Sprecher zu schützen und die Sicherheit politischer Veranstaltungen zu gewähren. SS-Mitglieder unterlagen strikter militärischer Disziplin und schworen Hitler und den von ihm ernannten einen Eid bedingungsloser Treue. Im Januar 1929 wurde Heinrich Himmler Führer der SS und die Organisation wurde signifikant größer und stärker. Als Hitler 1933 an die Macht kam, hatte Himmler die SS zur dominierenden Organisation im Reich gemacht. Vom Anfang des Nazi-Regimes an traute Hitler der SS zuallererst die Beseitigung und eventuelle Ermordung politischer und sogenannter rassischer Gegner des Regimes an. Die SS wurde ein virtueller Staat im Staat Nazi-Deutschlands und war von Männern besetzt, die sich als die rassische Elite der Nazi-Zukunft sahen. Ab 1939 bekam die SS als Hauptaufgabe die Lösung der sogenannten Judenfrage, die ihren Höhepunkt 1941 fand, als die Führung die sogenannte Endlösung plante, koordinierte und ausführte. Diese Lösung war der Genozid der europäischen Juden während des Zweiten Weltkriegs, auch bekannt als der Holocaust. SS-Offiziere waren direkt verantwortlich für die Verwaltung der Konzentrationslager, wo Millionen von Juden mit Giftgas ermordet wurden. In einem dieser Lager, Flossenbürg, kam Heinrich Josten im Juli 1939 an. Flossenbürgs ursprüngliches Ziel war es, Zwangsarbeit von Gefangenen für die Produktion von Granit für große Bauprojekte der Nazis zu nutzen. Bis Mitte 1943 nahm der Steinbruch die Arbeit von ungefähr der Hälfte der Gefangenen ein. 1943 wurde das Lager jedoch vor allem ein wichtiger Zulieferer von Flugzeugteilen der Messerschmitt Bf 109. Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs am 1. September 1939 leistete Heinrich Josten kurz seinen Dienst in einem Regiment der Waffen-SS. Die Waffen-SS war der militärische Arm der SS. Obwohl sie ursprünglich auf 4 Divisionen begrenzt war, weitete sich die Waffen-SS schlussendlich auf 20 Divisionen aus. Dies schuf eine bewaffnete Kraft von etwa 500.000 Männer und etablierte ein Kommando und eine Operationsstruktur, die mit der deutschen Armee rivalisierte. Die Einheiten der Waffen-SS nahmen an den wichtigsten militärischen Kampagnen des Zweiten Weltkriegs teil und waren vor allem in der Durchführung des Holocausts involviert, durch Massenerschießungen, den Krieg gegen die Partisanen und das Stellen von Wachen in den Nazi-Konzentrationslagern. Bevor er im Juni 1940 nach Auschwitz geschickt wurde, leistete Josten kurz im Konzentrationslager Sachsenhausen seine Dienste. In Auschwitz leitete Josten mehrfach Erschießungskommandos in den Kiesgruben bis zum Herbst 1941. Zunächst ermordeten Erschießungskommandos Gefangene nahe des Lagers an Orten, wo vorher Kies gefördert wurde, den sogenannten Kiesgruben. Vom Herbst 1941 bis zum Herbst 1943 wurde die Mehrzahl der Hinrichtungen im von Mauern abgeschotteten Block 1 im Hauptlager durchgeführt, an der speziell errichteten Todesmauer. Nach dem Krieg erinnerte sich ein Gefangener, wie Josten bei öffentlichen Erhängungen am Galgen stand und sich sorglos und lässig während der Hinrichtungen dagegen lehnte.
In Auschwitz wurde Hermann Josten zum Kopf der Abteilung für Arbeitseinsätze. Er stand oft am Lagertor und schaute zu, wie hungrige und müde Gefangene von der Arbeit zurückkamen. Oft schrie er sie an und schlug und trat diejenigen, die er nicht mochte. Besonders Polen stand er feindlich gegenüber. Er folterte und belästigte sie oder schlug und trat sie grundlos. Bei einer Gelegenheit wurde Heinrich Josten gesehen, wie er einen Mann, der in der Motorradwerkstatt arbeitete, mit einem Universalschraubschlüssel so stark schlug, dass Josten sein Zwickerglas von der Nase fiel. Während er »Du polnisches Schwein« schrie, schlug er dem armen Gefangenen so brutal aufs Gesicht und die Nase, dass seine Mitgefangenen ihn danach nicht mehr erkannten. Der Grund war, dass der Kickstarter abfiel, während Josten sein Motorrad fuhr und er den Gefangenen der Sabotage verdächtigte. Nach der Prügel blieb das Gesicht des Gefangenen für den Rest seines Lebens entstellt. Jostens beliebteste Art der Strafe war das Auspeitschen. Gefangene wurden öffentlich über einer speziellen Vorrichtung ausgepeitscht, die die Ziege genannt wurde. SS-Männer peitschten Insassen mit schweren Stöcken oder Ochsenziemern aus. Während der Gefangene geschlagen wurde, mussten die anderen die Schläge auf Deutsch mitzählen und wenn sie einen Fehler machten, begannen die Schläge und das Zählen von vorn. Wenn er fertig war, musste der Insasse aufstehen und sich auf Deutsch bedanken. Jostens Schläge waren besonders stark und schmerzhaft und er peitschte die Gefangenen mit einem Lächeln auf dem Gesicht aus. 1944 wurde Heinrich Josten zum Rang eines SS-Obersturmführers befördert, was dem eines Oberleutnants entsprach. Mitte Mai desselben Jahres begannen die ungarischen Behörden in Zusammenarbeit mit der deutschen Sicherheitspolizei systematisch die ungarischen Juden zu deportieren. Der SS-Oberst Adolf Eichmann war der Leiter einer Gruppe von Deportationsexperten, die mit den ungarischen Behörden zusammenarbeiteten. Die ungarische Polizei organisierte Razzien und zwang die Juden in die Deportationszüge. In weniger als zwei Monaten zwischen dem 15. Mai und dem 9. Juli wurden fast 440.000 Juden aus Ungarn in mehr als 145 Zügen deportiert. Die meisten wurden nach Auschwitz-Birkenau deportiert, wo die Mehrheit von ihnen nach ihrer Ankunft und Selektion am Bahnsteig von SS-Beamten in Gaskammern ermordet wurden. Der Prozess der Selektion und Ermordung, an dem Heinrich Josten als SS-Offizier teilnahm, war minutiös geplant und organisiert. Wenn ein Zug am Bahnsteig hielt, hießen ältere Gefangene sie willkommen und sammelten ihre Besitztümer in einigen Baracken in einem Bereich, der unter dem Namen Kanada bekannt war. Die Ankommenden wurden dann in zwei Reihen aufgestellt. Männer und ältere Jungs in eine Reihe, Frauen und Kinder beiderlei Geschlechts in der anderen. Und SS-Ärzte führten eine Selektion durch. Das Kriterium war das Aussehen der Gefangenen, deren Schicksal, Arbeit oder Tod willkürlich entschieden wurde. Josten nahm auch aktiv daran teil, Gefangene, vor allem Arbeitsunfähige, zu den Gaskammern zu bringen. Während dieser Aktionen, besonders beim Entladen von Transporten und beim Aufladen von Männern, Frauen und Kindern auf Lastwagen, um sie zu ermorden, war Josten extrem brutal und schlug und trat sie. Die SS-Männer hielten die Menschen, die sterben würden, über ihr Schicksal im Unwissen. Ihnen wurde gesagt, sie würden ins Lager geschickt, doch dass sie erst einer Desinfektion unterzogen werden müssten und abgeduscht würden. Nachdem die Opfer sich ausgezogen hatten, wurden sie in die Gaskammern gebracht, eingesperrt und mit Zyklon B getötet. Nachdem sie getötet worden waren, zog das Sonderkommando Gruppen von Juden, die gezwungen wurden, in den Krematorien zu arbeiten, ihre Leichen aus den Gaskammern. Sie schnitten die Haare der Frauen ab und entfernten alle metallenen Zahnkronen und Schmuck. Dann verbrannten sie die Leichen in Gruben, auf Scheiterhaufen oder in den Öfen der Krematorien. Knochen, die nicht komplett verbrannten, wurden mit Stampfern zu Puder zermalmt und dann zusammen mit der Asche in naheliegenden Flüssen oder Tümpeln entsorgt, als Dünger über die Felder zerstreut oder als Schutt bei unebenen Böden und Marschland genutzt. Mitte Januar 1945, als sowjetische Truppen sich dem Lagerkomplex Auschwitz näherten, begann die SS, Auschwitz und seine Nebenlager zu evakuieren. SS-Einheiten zwangen 60.000 Gefangene Richtung Westen vom Lagersystem Auschwitz wegzumarschieren. Die Gefangenen litten unter kaltem Wetter, Hunger und Winde während dieser Todesmärsche.
Die Zwangsevakuierungen von Konzentrationslagerinsassen über lange Distanzen und unter Überwachung wurden als Todesmärsche bekannt. Nach der Räumung von Auschwitz fand Josten während nächtlicher Luftangriffe von sowjetischen Fliegern Schutz in einem Betonbunker. Als ein Gefangener versuchte, im gleichen Bunker Schutz zu suchen, begann Josten auf ihn zu schießen, doch der Gefangene konnte fliehen und nach dem Krieg über das Ereignis aussagen. Nach der Evakuierung wurde Heinrich Josten Lagerkommandant der Bölke-Baracken, auch als Nordhausen bekannt, einem Nebenlager des Konzentrationslagers Mittelbau-Dora, das in Deutschland lag. Die Wohnbedingungen waren besonders schlecht und da es keine Stockbetten gab, mussten die Gefangenen auf einer dünnen Schicht aus Stroh schlafen. In einer der Garagen waren 4 Blocks mit Gefangenen, die noch arbeiten konnten und deren Bedingungen etwas besser waren. Aber für alle anderen Insassen waren die Rationen bei weitem nicht ausreichend, um sich am Leben zu halten. Es gab zwar Toiletten, doch sie funktionierten aufgrund des Wassermangels nicht und viele Gefangenen waren nicht in der Lage, sich zu bewegen. Ab und an wurde der Boden abgespritzt, um die Exkremente rauszuspülen. SS-Wachen betraten das Lager kaum und ließen die Gefangenen stattdessen durch Vernachlässigung sterben. Das Lager, von den Gefangenen lebendes Krematorium genannt, war nur 3 Monate aktiv zwischen Januar und April 1945. Von 6.000 Gefangenen, die in das Lager kamen, starben 3.000 an Unterernährung, Vernachlässigung und unhygienischen Bedingungen. Im frühen April 1945, nur ein paar Tage vor der Befreiung von Nordhausen durch US-Soldaten, flohen Josten und andere SS-Leute zum Konzentrationslager Bergen-Belsen. Als die 3. US-Panzerdivision Nordhausen am 11. April 1945 betrat, fanden sie hunderte sterbender Insassen inmitten von tausenden Leichen, darunter Kinder und Babys. Ein amerikanischer Soldat schrieb: "Kein geschriebenes Wort kann die Atmosphäre von solch einem Leichenhaus beschreiben, der unerträgliche Gestank verwesender Körper, die Ansicht lebender menschlicher Wesen, die Wange an Wange mit welchen liegen, die seit 10 Tagen tot sind." Die US-Armee zwang etwa 2000 Deutsche aus Nordhausen, die Leichen in Massengräbern zu begraben, ein Prozess, der bis zum 16. April dauerte. Einigen Berichten zufolge töteten Soldaten der 194. Infanteriedivision deutsche Zivilisten in Nordhausen, die leugneten, von den Grausamkeiten gewusst zu haben, im Glauben, sie seien mitschuldig. Nach dem Krieg musste Heinrich Josten sich endlich der Gerechtigkeit stellen und für seine Verbrechen bezahlen. Er wurde von den Alliierten gefangen genommen und den polnischen Behörden übergeben. Josten wurde im Auschwitz-Prozess angeklagt, der im November 1947 begann und einen Monat dauerte. Während des Prozesses versuchte er, das Gericht zu überzeugen, dass er nichts von den Gaskammern, den Morden oder der Misshandlung in Auschwitz gewusst habe. Lügen halfen ihm jedoch nicht, der Gerechtigkeit zu entkommen. Am 22. Dezember 1947 befand der oberste polnische Gerichtshof in Krakau Heinrich Josten für schuldig und verurteilte ihn zum Tod durch den Strang. Er war 54 Jahre alt, als er am 24. Januar 1948 hingerichtet wurde. Für Heinrich Josten wurden keine Tränen vergossen. Vielen Dank, dass du dir den World History Kanal angeschaut hast. Klick auf Gefällt mir, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.